Die Mission Wiederaufstieg läuft beim Hamburger SV weiter auf Hochtouren. Pünktlich zum Start ins Jahr 2019 dürfen sich die Hanseaten auf die tatkräftige Unterstützung des lange Zeit verletzten Gideon Jung freuen. Nachdem sich der 24-jährige Jung im Sommer 2018 einen traumatischen Knorpelschaden im Knie zuzog und operiert werden musste, ist die Leidenszeit des Abwehrspielers nun endlich beendet. Jung wird beim Trainingsauftakt der Rotosen das volle Mannschaftstraining absolvieren und darf zudem auch schon sehr bald auf Einsätze in der Liga hoffen. Es war immer mein Plan, ihn während der Wintervorbereitung an die Mannschaft heranzuführen, um ihn im Verlauf der Rückrunde ganz stabil auf einem guten Level dabei zu haben, ließ Trainer Hannes Wolf im Gespräch mit dem Kicker durchblicken, dass der gebürtige Düsseldorfer den Klub bei der anvisierten Rückkehr in die Bundesliga tatkräftig unterstützen soll. Nicht ganz so weit ist Kyriakos Papadopoulos. Auch der Grieche zog sich im Sommer einen Knorpelschaden zu, seine Reha verlief allerdings nicht so optimal wie die von Gideon Jung. Bei ihm wird es noch ein bisschen dauern, verriet HSV-Sportchef Ralf Becker dem Kicker. Ziel des Innenverteidigers ist eine Rückkehr im Februar oder März.